Hallo meine Lieben, es ist soweit. Wir starten in die zweite Runde mit Mach dieses Buch fertig. Und wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal an. Meine Brandseite und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich musste es tapen. Ja, oh mein Gott. Durch den Kaffee ist hier was reingesickert und einige Seiten haben sich da echt schon gelöst. Ich musste es schon flicken. Hier habe ich noch ein paar Stempel dazu gemacht. Ich fand das ganz witzig. Ich werde, denke ich, hier auch noch irgendwie was draufmalen, damit es ein bisschen. Und wie ihr seht, ich habe dieses Buch nummeriert. Ich habe es getan. Und oh mein Gott, es hat so lange gedauert. Und es sind insgesamt, Moment, 218 Seiten. Ich habe es getan. Oh, ich sehe gerade, hier habe ich es vergessen. Ah, es fehlt noch eins. Ich habe immer auf den schwarzen mit so einem Tippex dann die Zahl drauf gemacht. Ja, ich habe es getan. Ich habe es wirklich gemacht. So. Und ich habe mich auch schon ein bisschen vorbereitet. Hier steht schon ein bisschen Farbe, weil ich schon ein bisschen geschmuckt habe. Das ist die nächste Aufgabe. Bohre mit einem Bleistift Löcher in diese Seite. Dann wollen wir das mal machen, ne? So richtig böse und gemein. Was mache ich? Ich nehme die Löcher hier, die hier vorne sind. Oh, hoffentlich piekse ich mich selber nicht. Das ist richtig gemein. Ich hätte vielleicht mal einen Spitzenbleistift nehmen sollen. Ist schon fies, ne? Das arme Buch. Oh Gott. Oh. Meine Mama macht es übrigens nicht. Sie mag nicht. Gefällt ihr nicht. Aber naja. Muss ja nicht jeden. Oh, es gibt es doch nicht, oder? Bis gleich. Oh, ist immer, wenn ich drehe. So, weiter geht's. War übrigens meine Mama. Haha. Ne? So. Haben wir noch eins? Eins haben wir noch. Ich habe auch überlegt, da werde ich auch was hinmalen. Das sieht so ein bisschen aus wie Regenwürmerlöcher oder so. Oder Würmchen. Ich denke mal, ich werde hier ein paar Würmchen drauf machen. Voll böse. Oh, ich habe mal schon ein schwarzer Käse. So, oh, hoffentlich geht die Seite. Bleibt sie. So, was haben wir hier? Zeichne dicke und dünne Linien. Ich habe mich doch nicht richtig vorbereitet. Dann, ich nehme einfach mal. Ich guck mal, was mein Schatz hier alles liegen hat. Nehme ich einfach mal. Decke. Hier können wir auch. Dünn. Oh, ich habe doch noch. Ich habe einen mega dicken Waffel. Das ist der dickste Edding, den ich habe. Gucken wir. Gehen wir auch eine dünne Linie mit dem hin, ja. Ja, was nehmen wir noch? Ich nehme jetzt alles, was hier ist. Ich habe mal noch Feinstift. Oh, da gibt es Schatz, da gibt es einen Geist auf. Jo. Oh, finde ich irgendwie langweilig gerade. Ich habe mal den noch hier. Noch. Oh, hier hinten ist irgendwas drin. Ist das auch ein Edding? Ja. Sieht man gar nicht. Ich glaube, ich muss mal von meinem Schatz den Schreibtisch aufräumen. Hier sind Stifte, die nicht mehr malen. So. So. Oder ich finde es gerade nicht so spektakulär. So. Gut, langt. Erledigt. Nächste. Oh. Für Abdrücke von Händen und Fingern mach sie dir schmutzig und presse sie dann hier drauf. Ja, das wird nur mit einer Hand gehen. Und da habe ich mir nämlich schon was rausgesucht. Ich habe nämlich keine Fingermalfarben und ich habe überlegt, was nimmst du da? Was nimmst du? Was nimmst du? Was nimmst du? Weil ich muss es ja auch wieder sauber kriegen, ne? Ich nehme einfach diese Farben. Huch, hier. Und wir saugen uns jetzt mal richtig ein. Ja, das macht Spaß. Was nehme ich denn für Farben hier? Oh Gott, ich habe den. Oh Gott, ich habe den schlimmsten Pinsel rausgesucht, sehe ich gerade. Da muss ich ja schnell malen, ehe das trocknet. Oder? Oh, scheiße, hoffentlich geht es wieder ab. Oh Gott. Bitte, 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 geh wieder ab dann. Ich muss schnell malen. Oh Gott. Oh, ich. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich es nicht mehr abkriege. Irgendwie habe ich gerade voll. Ah, ich habe immer die schlimmste Farbe gerade rausgesucht.
Komm, wir machen mal mehrere Farben. Ich glaube, das trocknet schon. Oh Gott, komm mal schnell. Ich habe aber nichts anderes hier. Los. Los. Mache ich einen oder mache ich mehrere Abdrücke? Ich weiß es gar nicht. Ich mache das mal hier. Schnell. Bevor das hier. 1, 2, 3. Bisschen wackeln. Oh, ich mache, glaube ich, nur eine Hand. Das ist, glaube ich, cool. Tada. Ja, ey, das finde ich cool. Ich lasse das. Ich mache eine Hand. Ich brauche ja mal. Ah. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Oh Mann, verdammt. Ah, ich brauch was zum Wischen. Moment. Geh ab. Komm, geh ab. Bitte, 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 geh ab. Ich möchte nicht mit bunten Händen durch die Gegend laufen. Los, Scheibengleis. Oh. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Komm. Ach, das trocknet da in der Zeit, die ich meinen Finger rubbel. Aber es geht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, das wäre ein Drama, ey, wenn ich mit bunten Händen jetzt durch die Gegend laufen müsste. Gute Farbe rausgesucht. So, ist das schon getroffen? Ey, es ist schon fast trocken. Wir können eigentlich noch eine neue Seite machen. Ich leg mir mal. Ich bin voll sauber noch. Ich leg mir jetzt erstmal hier hin. Sieh mal dazwischen. Nicht, dass hier wieder irgendwelche Seiten rausgehen. Ertränke diese Seite in Farbe. Wenn ich jetzt die Farbe wieder nehme, ist blöd. Was ist dahinter? Wirf das. Das mache ich mit. Das mache ich. Ich habe eine Idee. Schabe. Das müsste eigentlich hochgehen. Schabe nämlich. Jetzt ziehe ich mal eine Zebra dazwischen, ne? Damit finde ich wieder irgendwelche Seiten. Schabe. Ich müsste. Moment. So, ich habe nämlich Fashion Sprays. Kennt ihr das? Fashion Sprays. Ich probiere das jetzt einfach. Ich sprühe das hier drauf. Ui, jetzt überlege ich. Ich muss auf die andere Seite auch noch ziehen. Ich meine, das Buch wird dann aussehen wie, wenn ich weiß nicht, ob das durchdrückt dann und meine Handabdruck versaut. Ich will den so haben. Hier mein Lungen und mein Zeber drauf. Das ist doch cool. Ja. Das ist... Oh Gott, ich muss hier noch irgendwas hinlegen. Oh, jetzt ist mein Rosa weg. Verdammt. Komm, ich will noch Rosa. Das ist doch voll die Kunst hier. It's magic. Oh, nicht an die Klamotten. Irgendwie erkennt man von dem Rosa nichts mehr, oder? Hä? Mal abtupfen. Das zieht schon ein. Oh, es ist wirklich ertränkt, wie ihr seht. Machen das jetzt voll brutal, weil das muss ja. Grün haben wir auch noch. Stinkt auch ganz schön, muss ich sagen. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Ich glaube, ihr seht das gar nicht so richtig. Ich mach mal ein bisschen heller. Ich finde das echt mega. Aber ich mal gucken, ob ich das jetzt.
wenn ich das abtupfe, ob das bleibt. Ich leg's mal vorsichtig drauf. Und? Ich finde das echt mega cool, nur irgendwie. Das könnte noch ein bisschen knorriger sein. Ich hab das nicht. Zum Glück gucken wir. Yeah. Ey, so könnte man sich voll das eigene Galaxy Tape machen, oder? Oh, scheiße. Oh, sie ist durch die Seite. Oh, guckt euch das an. Oh, mega durch. Schnell noch eins drunter legen. Oh, hoffentlich. Ah, verdammt, habe ich jetzt gar nicht. Das zieht auch schon wieder so in die Seiten, wie ich gerade sehe. Oh, ich hoffe, die Seiten werden nicht wieder lose. Das fand ich echt schade. Ich muss sagen, ich fand es echt schade, dass da schon die Seiten abgegangen sind. Oh, oh Gott, es zieht ganz schön ein. Meine Hand. Oh, verdammt. Oh Gott. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Oh, die werden sich definitiv lösen. Ah, der muss mal wieder kleben. Aber es sieht doch echt mega aus. Oder? Ich find's cool. Mir gefällt's. Ich glaube, ich lege das irgendwie doppelt rein. Ah, das saugt noch ganz schön. Aber ein bisschen übertrieben. Aber ja. Aber. Also das. Oh, das ist so geil. Das ist so geil. Oh, das tut schon wieder durch. Also sie ist wirklich ertränkt. Wir haben sie ertränkt. Ja. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal. Das muss trocknen. Und dann geht's hoffentlich. Naja, dann geht's dann mit den nächsten Seiten weiter, die hier sehen auch schon durchgedruckt sind. Aber naja. Ja, wir haben sie ertränkt. Also definitiv. Man könnte ja noch irgendwas mit Sternchen oder so draufstempeln. Weiß. Mal gucken, muss das mal trocknen. Ja, das war's. Ja, wir sind eigentlich recht weit gekommen. Ne? Also wie viele Aufgaben haben wir gemacht? 4. Ich glaube, das letzte Mal waren es auch 4. Oder? Ich glaube. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich die Seiten... Oh, hoffentlich zieht sich das nicht mehr ein, dann ist mein Handabdruck weg. Das wäre schade. Aber naja. Ja, meine Lieben, so sieht's aus. Man könnte eigentlich das ganze Buch so machen, ne? Also ich finde das echt mega. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Richtig cool. Mal gucken, wie es aussieht, wenn es trocken ist, ob es dann noch ein bisschen heller wird. Mega. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und... ich bin echt gespannt. Also einige haben schon gesagt, sie möchten auch das Buch haben. Würde mich riesig freuen. Ne? Setzt euch einfach mal in Kontakt mit mir und sendet mir mal ein paar Bilder dazu. Oder macht auch solche Videos. Das ist total spannend zu sehen, was andere damit machen und anstellen. Wobei, ich habe jetzt eins gesehen, die haben, die sollen, glaube ich, Essen dokumentieren und haben da eine Banane reingelegt und sind draufgetreten und hatten dann total Bananenmatsch. Also ich glaube, das würde ich nicht tun, weil ich... doch das Buch gern aufheben möchte, wenn es fertig ist und ich da eigentlich Bedenken habe, dass es dann anfängt zu schimmeln oder so. Ja, gut. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.